Servus, meine Freunde, und willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Gurus. In der letzten Folge haben wir ja angefangen, hier oben so eine kleine Siedlung aufzuziehen. Und zwar haben wir da schon endlich ein paar neue, schöne Steinhäuser hingesetzt. Und ich würde sagen, die Siedlung erweitern wir einfach hier noch ein bisschen. Mal gucken, ob wir hier noch das ein oder andere Haus hinkriegen. Ich weiß, ich wollte eigentlich hier nicht mehr so viel Terraforming machen, aber das reizt mich dann gerade doch ein wenig, noch ein paar hübsche, schöne, große Häuser hier hinzusetzen. Ich wollte ja eigentlich gestern nur eine kurze Aufnahmepause machen. Die war jetzt auch nicht so lange. Ich habe aber eben so ein bisschen mal auf YouTube rumgesurft. Und da habe ich was gesehen, das hat mich ganz schön verwundert. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr Giga kennt. Das ist unter anderem eine Website, YouTube-Kanal, früher auch mal im Fernsehen. Und jetzt war da die ganze Zeit der David Hein dabei. Das war eigentlich so der Grund, warum ich immer Giga auf YouTube geguckt habe. Den mochte ich einfach sehr gerne, der war sehr sympathisch und so. Und der hat jetzt auch. Da ist was. Da habe ich doch gerade noch eine Kiste gesehen, oder? Nee, doch nicht. Naja. Und genau, da habe ich eben gesehen. Der hat jetzt bei Giga aufgehört. Finde ich super schade. Weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, warum er das jetzt gemacht hat. Aber da wird er schon seine Gründe haben. Und ja, finde ich sehr schade, dass er da aufgehört hat. Der hat jetzt seinen eigenen Kanal. Behind heißt das. Und gut, der ist jetzt erst ein paar Tage alt. Der Kanal kann man jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz sagen, was da denn dann so veröffentlicht wird. Das ist ja immer etwas schwieriger bei neuen Kanälen. Aber da bin ich mal gespannt, was er draus macht. Finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig. Also, es war ja auch. Ich war auch damals jemand, als High Five aufgesetzt wurde. Also High Five ist quasi von ein paar Leuten von GameStar und der GamePro und dann der Nino und eigentlich früher auch Fabian Siegesmund, der hat jetzt aber mittlerweile auch da geschmissen und ist jetzt in Berlin. Also ich finde es immer so ein bisschen problematisch, wenn solche etablierten Leute dann einen eigenen Kanal machen, weil die meiner Meinung nach immer einen sehr schweren Stand haben. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was der David Hein da draus macht. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Leute es nicht so gut annehmen werden. Also bei High Five war es am Anfang auch total euphorisch und als sie zum Beispiel noch The Hoppers, also das war so eine Serie von ihnen produziert, ganz lustig eigentlich. Die Folgen waren sehr, sehr kurz, aber war doch sehr lustig. Das war am Anfang auch noch, ging auch noch ganz gut, da haben die Zuschauerzahlen auch gepasst und so. Und so wie ich das momentan sehe, ich gucke da leider selber nicht mehr rein, weil ihr wisst, ich habe ja nicht mehr so viel Zeit und prioritätentechnisch stehen die halt leider relativ weit unten, sag ich mal, momentan bei mir. Also da kommen noch sehr viele andere Sachen, bevor ich da irgendwie High Five momentan gucken würde. So leid es mir tut, aber ist halt so mal. Und ja, also ich hoffe, ich wünsche dem David auch alles Gute und ich hoffe, dass da was draus wird, aber ich bin und bleibe skeptisch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch tierisch doll in die Hose gehen kann. Aber wir werden es noch sehen. Und ich muss hier, glaube ich, mal kurz eine neue Treppe machen. Ich habe die zu krass zugebaut. So. So dürfte es doch eigentlich passen, oder? Huh?
Wie ist der denn da hochgekommen? Das wundert mich jetzt tatsächlich sehr. Naja, Hauptsache er ist überhaupt hochgekommen. So, aber genug rumgelabert. Ich hatte gesagt, wir machen in dieser Folge mal wieder ein Battle. Gut, das sammle ich erstmal wieder ein. Das auch. Und die anderen machen wir später. Ich will jetzt aber langsam mal diese 20... Ja, genau, die sind alle schon im Bronzezeitalter. Da will ich jetzt auch langsam mal hin. Und warum... Was ist denn jetzt los? Hat sich hier gerade alles aufgehängt, oder was? You need to level up. Ach nee, das kann ich erst machen, wenn wir... Ah, okay. Ich kann hier als nächstes erst kämpfen, wenn ich denn mal im Bronzezeitalter bin. Okay. Gut, da kann ich jetzt gerade auch nichts dran ändern, aber... Ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt stehe ich dumm da, gell? Wie sieht's denn eigentlich bei euch hier hinten aus? Lol. Da hat einfach ein Haus hingebaut. Wie gut. So war das nicht geplant. Ja gut, hier muss ich jetzt gerade nochmal ein bisschen einreißen. Oh, das geht ja immer noch weiter. Na gut, dann ich baue hier gerade mal kurz oben ein bisschen was ab. Dann geht das auch ein bisschen schneller. Nachher. Bitte mal umschieben. So. Hoffentlich ist das nicht mehr so weit im Berg drin, diese Ader. Oh doch. Und ich glaube, sie geht noch viel, viel weiter. Ah, hier geht es ein bisschen nach rechts. Okay, da scheint sie fertig zu sein. Moment, nochmal kurz drehen, weil hier geht es auch noch lang. Und nicht zu wenig, so wie es aussieht. Ach du Scheiße. Kann ich ja gleich nochmal eine ganze Hundertschaft hinschicken. Ich weiß, Hundertschaft ist jetzt nicht unbedingt das richtige Wort. Aber... Damit wollte ich einfach nur sagen, dass da noch ein Haufen Arbeit auf die Leute wartet. So. Wie weit geht denn das da noch rein? Alter Falter. Dann habe ich da aber auch einen richtig schönen Canyon mittlerweile reingegraben. Na gut. Da werden gleich ein paar Leute erstmal einen Haufen zu tun haben. Sind das hier schon Steinhäuser? Ne, das sind alles noch Mudbrick Lodges. Ich mach mal kurz hier ein Totem hin. Aber was das hier jetzt mit den fahren soll, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Und ich weiß auch im Moment noch nicht, wie wir das herausfinden werden. Aber wir werden das noch irgendwie herausfinden, versprochen. So, hier gehen wir erstmal einsammeln. Boah, sollten wir gleich etwa das erste Mal über 100.000 kommen. Boom! Weggeflasht. Ja, sehr schön. 100.000, damit kann man doch arbeiten. Was haben wir denn hier noch? Oh. Also diese ganzen Statues auf Schlag mich tot. So ganz... Blicke ich dir ganz ehrlich noch nicht... Aber... Das kriegen wir noch irgendwann heraus. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Oder ist das tatsächlich davon abhängig, wie viel zu bauen ist? Dass sie das eventuell ein bisschen neu designt haben. Könnte ja auch sein. Wie ist denn da unten jemand hingekommen?
Naja, hat sich wohl einer einen Weg gesucht. Ja, hier hinten kommt. Wow! Ziemlich tiefes Wasser. Hier haben wir so ein Atoll. Das sieht ja interessant. Das sieht interessant aus. Leute, das merken wir uns. Ich würde sagen, das ist doch mal etwas, wo es sich lohnt hinzubauen. Das ist quasi direkt in der Verlängerung hier von unserem kleinen Tal, was wir hier geterraformt haben. Das merken wir uns auf jeden Fall. Haben wir hier noch irgendwo eine Karte? Eine Truhe mit einer Karte, meine ich. Weil langsam könnten wir wieder welche wir brauchen, oder? Sehe ich das falsch? Oh, hier könnt ihr noch was bauen. Hier nehme ich auch mal kurz die Bubbles noch in Besitz. Da muss ich mal demnächst gucken, ob ich hier irgendwo. Ne, brauche ich eigentlich nicht. Ob ich noch ein paar Siedlungen bauen kann. So. Diamanten. Paar Arbeiter könnte ich da hinten noch gebrauchen. So, aber jetzt gehe ich nochmal kurz auf Erkundungstour. Vielleicht haben wir da noch irgendwo sowas Interessantes. Also, wir hatten hier dieses gestrandete Boot. Vielleicht können wir das hier reparieren oder so und dann auf große Fahrt gehen. So, hier haben wir wie so Fjorde. Aber hier jetzt in unserer direkten Umgebung scheint jetzt nichts mehr zu sein. Schade, 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 schade. So. 110.000. Scheiß die Wand an. So viel hatten wir noch definitiv noch nie. Oh, hier könnte mal jemand was bauen. Aber wie kommt ihr da runter? Kann ich dich nehmen und nach unten tragen? Geht das mit dem Finger auf Gott? Ich glaube nicht. Scheiße. Nein, geht nicht. Irgendwie geht das bestimmt, aber so definitiv nicht. Was haben wir denn hier noch so? Das können wir alles noch nicht benutzen. Schade. So, da haben wir wieder einige Diamanten, sehe ich gerade. Wie weit geht das denn da noch? Das ist ja auch wieder was. Oder sollte hier etwa eine ganze Lagerstätte so quer unten drunter noch sein? Eben, mir ist gerade auch was eingefallen, was ich mal ausprobieren möchte, eventuell. Geht's immer noch weiter. Wenn ihr mir sagt, dass das da hier zu unserem Tal geht, dann werde ich sauer. Ich möchte das nämlich nicht alles abreißen. Boah. Ah, die Richtung ist ganz doof. Die ist ganz doof. Ah, wobei, die gehen gerade da lang, aber vielleicht kommen wir ja gar nicht so weit. Okay, jetzt biegen wir nach links ab. Wo soll denn das noch hinführen, ey? Also da hätten sie sich eine bessere Mechanik einfallen lassen können, weil das finde ich gerade auch wieder so ein bisschen doof. Irgendwie, keine Ahnung, Tunnel bauen oder wie halt, wie gesagt, ein Stollen, habe ich letzte Folge, glaube ich, mal gesagt. Nein, wir müssen das
mit der Maus wegziehen oder mit dem Finger, wenn es dann irgendwann mal auf Mobile Devices geht. Toll. Na gut, das langt, glaube ich, jetzt erstmal wieder zum Abbauen. Und ich sehe gerade schon wieder, mein Handy macht Rabatz. Die Folge ist nämlich vorbei. Gut, diese Folge haben wir halt jetzt nur gebaut. Kämpfen können wir ja leider gerade nicht. Aber das wird auch wieder anders werden. Würde mich also freuen, wenn ihr mal wieder einschaltet. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.